Und wir sind heute in Hamburg-Duvenstedt in der Kastanie. Und das ist mein bester Kumpel Michel Weingartner aus dem Elsass. Wir machen heute Kalbsnierchen in Senfsoße. Also, Kalbsnieren. Wichtig bei Innereien, frisch, ganz frisch. Bei diesem Rezept, das wir heute machen, kommt das ganze Fett weg. Wo ist denn da jetzt Fett? Also ich das hier ist Fett. Also das weiß ich. Das ist Fett. Das ist zum Beispiel dieses Fett, was die Engländer benutzen, um diesen Nierenteig für ihre Pies zu machen. Ach was. Okay. Weil der sehr hochwertig ist und einen ganz, ganz milden Geschmack hat. Nicht so wie Schweineschmalz. Okay. Und das muss praktisch alles einmal raus. Also ich schätze mal, beim Schlachter müsste das Kilo, ich sag mal so, um die 12, 13 Euro kosten. Nun nehmen wir die Nieren und schneiden sie, ich sag mal so, in Zentimeter breite Streifen. Und was machst du jetzt als nächstes, Michel? Und jetzt geben wir Öl rein. Okay. Weil wir brauchen ja was sich hoch erhitzen lässt, also keine Butter und so. Und dann geben wir einfach die Nierchen einmal rein. Hast du gesehen, dass Michelle das mit den Fingern umgerührt hat in der Pfanne? Ja. Ja, jetzt nicht mehr. Wie lange brätst du denn jetzt, Michelle? Einmal nur kurz anbraten. Ja, hier sind wir richtig gekocht, ne? So, jetzt sind sie fast fertig. Wichtig dabei ist aber nicht würzen, weil das Salz zieht die Feuchtigkeit raus. Das machen wir zum Schluss, weil das ist wie bei der Leber, sonst zieht es zu viel Wasser raus. Und jetzt müssen wir das abgießen. So. Warum gießt du dieses Bratfett jetzt ab? Ja, das ist nicht nur Bratfett, da bildet sich jetzt hier unten auch eine Flüssigkeit noch. Und das ist das Letzte, was an Schadstoffen aus den Nierchen rauskommt. Und das wollen wir nicht in der Soße Und das haben. Wollen wir nicht in der Soße haben. Das ist eine vorbereitete Demiglas. Was ist eine Demiglas? Das ist eine Grundsoße. Einfach nur Soße gebunden, ohne irgendwelche Geschmacksrichtungen, damit man sie für alles weiter benutzen also, kann. Also Michel, wenn ich jetzt mal klugscheißen darf, man könnte auch sagen, eine Jus, die schon gebunden ist. Ja. Okay. Super, jetzt verstehe ich es auch. Dankeschön. Weitere Zutaten ist dann logischerweise der Senf, der Cognac, ein bisschen Sauerrahm und ein bisschen Sahne. Michel, was passiert als nächstes? Diese Pfanne, in der wir die Nierchen gebraten haben, die deglasieren wir jetzt. Das heißt, wir lösen den Rest an Stoffen, aber nicht mit irgendwas, sondern mit Cognac. Nicht vergessen, Michel kommt aus dem Elsass. Ich würde nicht so nah rangehen. Okay. Das ist jetzt die Demiglas, ja. Ein bisschen Senf. Ein bisschen Senf. Mittelscharf oder was hast du da? Einen ganz normalen Senf, mittelscharf. Okay. Ganz wichtig, weil wir wollen die Nierchen ja nicht tot machen. Und ich nehme lieber ein bisschen mehr Senf und breche die Spitze dann mit einer Prise Zucker, anstatt einen scharfen Senf zu nehmen. Und warum benutzt du da jetzt keinen körnigen Senf? Man könnte da auch französischen körnigen Senf benutzen, aber ich finde den für sowas ganz einfach geschmacklich passend. Okay. Aber das ist jedem selber überlassen. Das ist jetzt halb Sahne und halb Sour Cream. Halb Sahne und halb Schmand, genau, okay. Oder Sauerrahm. Aber Carmen, wir stellen fest, wir kochen wieder kalorienreduziert heute. Genau. Michel, der Cognac, den du da reingegossen hast, ist der jetzt eigentlich komplett verbrannt? Der ist zu 90%, sag ich mal, der Alkohol ist weg, aber den Geschmack, den wir haben wollen, der ist logischerweise noch da. Okay, also können das auch jemand benutzen, der keinen Alkohol mag? Alkohol mag, ist wieder relativ, aber ich sag mal, dieses Spielchen mit Alkoholiker, die sollten sowas natürlich weglassen. Das ist jetzt eigentlich die Grundsoße, die muss noch einmal nachgeschmeckt werden. Und die möchte ich, dass ihr die jetzt noch mal probiert, damit ihr den Unterschied nachher seht, wenn ich da noch einen Hauch Zucker reinmache. Okay.
Aber natürlich kriegt die Soße auch noch einen anderen Geschmack, wenn die Nieren gleich drin sind. Ja, aber das verändert sich nicht mehr viel. Schmeckt lecker. Richtig lecker. Lecker. Du hast recht, die Mischung da mit deinem Senf, schon gut. Ja, also wie gesagt, es braucht relativ viel Senf. Aber wie bei der Tomate, wenn man beim Senf die Spitze leicht mit Zucker bricht, man darf es nicht rausschmecken. Ja, und das kann... Ich kenne keinen anderen, der das so macht wie die Schön. Wenn du jetzt Gäste hast, ja, und du hast die Nieren angebraten, du hast ja die Soße jetzt vorbereitet, würdest du jetzt praktisch auf den Moment warten, wo deine Gäste am Tisch sitzen mit Messer und Gabel in der Hand, genau, und dann erst die Nieren in die Soße? Also wenn dieser Gang abgerufen wird, kommt die Nieren in die Soße rein, es kocht einmal auf und die Niere ist fertig. Ein schnelles Gericht, ne? Eigentlich. Ja. Ja, sehr lecker, Michelle. Merkst du den Unterschied? Ja, ist wirklich gut. Ja? Also die Soße schmeckt wirklich ja sehr, sehr, sehr lecker. Ich wusste nicht, dass ich das noch besser kochen kann als du. So, das heißt, theoretisch wären wir jetzt soweit, die Portion fertig zu machen. Das heißt, wir kochen die Soße auf, nehmen die abgetropften Nierchen. Das war ja schon genauso wie du, ne? Machen sie jetzt in die Soße, kochen das Ganze praktisch einmal auf und dann ist dieses Gericht fertig. Michelle, warum darf man das nur einmal aufkochen? Hat das einen besonderen Grund? Das hat den besonderen Grund, wenn man Nierchen länger kocht, werden sie zäh. Ah, okay. Also und deswegen nur wirklich einmal in der Soße aufkochen und das war's. Es geht richtig schön mit viel Soße raus. Ich sag mal, ich würde das ja jetzt mit Nudeln oder mit frischen Spätzle essen. Okay. Und da braucht man ja auch relativ viel Soße. Gut. Wollen wir probieren? Dann probieren wir das jetzt mal. Okay. Also die Soße, weiß ich ja, dass sie ist, ja, aber die kann ja nur besser geworden sein. Ja. Ah. Heiß. Genau richtig, butterzart. Oder? Das ist die zarteste Niere, die ich jemals gegessen habe. Das heißt, wir nehmen jetzt praktisch eine Portion. Das hier ist jetzt mein Rezept für Kalbsnieren in Senfsoße. In 20 Minuten gemacht. Und guten Appetit. Ihr Lieben, das war doch wirklich mal spannend, von so einem Vollprofi, die Michelle aus dem Elsass, das mal gezeigt zu bekommen. Wir hoffen sehr, dass euch dieses kleine Rezept gefallen hat. Über einen Daumen hoch würden wir beide uns wirklich sehr freuen. Und die Kamerafrau Carmen auch. Und wir sagen Dankeschön, bis bald und bleibt gesund. Und danke, wie sagt schön der Franzose? À la prochaine. Ja, so, ja? Fertig. Gut. Ja.